Leute, wie ihr seht, ich bin wieder am Wasser. Und ja, was soll man sagen, ich habe Urlaub noch ein paar Tage und genieße das Ganze jetzt hier wieder an meinem Hausgewässer. War die letzten Tage auch schon aktiv gewesen, war immer Short-Sessions, also einzelne Nächte nur draußen an zwei verschiedenen Stellen und konnte auch schon ein paar Fische fangen. Ein paar Spiegler waren dabei gewesen, jetzt keine großen gewesen, allerdings schöne Fische. Einer auch mit ganz markanten Schuppen im Nacken. Auf der einen Seite waren es zwei richtig große Schuppen, also hier so eine Teller. Auf der anderen Seite waren es drei. Ja, schöner, markanter Fisch gewesen. Und gestern war ich auch schon eine Nacht hier gewesen, an der Stelle, wo ich jetzt sitze. Und konnte gleich mal einen richtig schönen 11,3 Kilo Spiegler fangen. Und am Morgen dann noch einen kleinen Schuppi, einen schönen, runden, makellosen. Ja, dementsprechend sitze ich jetzt wieder hier, mache jetzt zwei Nächte, ohne einzupacken, schön entspannt, den Urlaub ausklingen lassen. Ja, und dementsprechend lehne ich mich jetzt zurück und guck mal, was hier passiert. Entspanne ein bisschen und wir sehen uns. Das Ergebnis einer kurzen Nacht oder einer schnellen Nacht. Ein richtig geiler Koffer von Spiegelkarpfen. 13,9 Kilo, also knapp 14 Kilo. Der Hammer, sonst ging leider nichts. Die Spots, die sonst gelaufen sind, waren auch still heute. Und die Route hier lag mal woanders. Die hat's gebracht.